Mein Name ist Nadja Erb, ich bin Politikredakteurin bei der Frankfurter Rundschau. Bin sehr froh, heute hier zu sein, weil die Themen, über die wir hier sprechen, uns in der Redaktion schon sehr lange bewegen und beschäftigen. Nur so ein Beispiel, vergangener Mittwoch, das war ein ganz normaler Nachrichtentag in der Politikredaktion. Zwei Nachrichten, die da über den Ticker kamen. Die eine war: Alleinerziehende immer stärker verschuldet, und die andere war: Weltklimarat warnt vor drastischer Eisschmelze. Das sind zwei Nachrichten von Hunderten, die uns in der Redaktion jeden Tag erreichen und die deutlich machen, dass wir ja in einer Zeit der sozialen und der ökologischen Verwüstung leben. Welche Alternativen gibt es zu dem System, das die Natur weit über ihre Grenzen hinaus ausbeutet und trotzdem eben Millionen Menschen kein gutes Leben ermöglicht? Darüber wollen wir sprechen mit drei Gästen: Gerrit von York, Leonie Wicke und Ulrich Schachtschneider. Bevor ich Ihnen alle drei einzeln noch mal vorstelle, will ich kurz was zum Ablauf sagen. Alle drei Gäste werden uns nacheinander ihre Ideen, ihre Visionen nahebringen, vorstellen, jeder so 10, 15 Minuten. Danach wollen wir in einer gemeinsamen Diskussion gern auch mit Ihnen im Publikum die Ansätze ein bisschen vertiefen und vielleicht auch schauen, wo sich da Verbindungen ergeben. Es ist klar, versteht sich von selbst, dass wir die Projekte, die Visionen, die hier heute angerissen werden, nicht zu Ende ausdiskutieren können. Dazu reicht die Zeit nicht. Wir wollen aber Ihnen Impulse geben, uns Impulse geben für weitere Debatten, die wir hier zusammen, die Sie in Ihrem Umfeld weiterführen können, und natürlich auch hier im utopischen Raum die nächsten Monate bis Mai. Da sind ja noch jede Menge spannende Veranstaltungen geplant. Wir fangen an mit Gerrit von York. Er ist Volkswirt, forscht und lehrt an der TU Berlin, war vorher am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Seine Themen sind sozial-ökologische Arbeits- und Zeitforschung, nachhaltige Arbeit, Postwachstumsökonomie. Er kommt direkt vom Kongress Great Transformation, vom Postwachstumskolleg Jena, und er kann uns berichten, was dort gerade, welches Thema da besonders heiß diskutiert wird vielleicht, und auch wie sich die Degrowth-Bewegung so in den vergangenen Jahren entwickelt hat, zu welchen Hauptthesen sie eigentlich gekommen ist in der Diskussion der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Gerrit von York. Ja, einen schönen guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Genau, ich komme gerade von einem fünftägigen Kongress. Ich weiß nicht, ob es jetzt die zentralen Thesen sind. Das sind einfach meine Thesen, die ich aus diesem Kongress und aus der Bewegung mitgenommen habe. Was ich spannend fand und was für mich erstmal einprägsam war, es war jetzt ein Kongress, der, wie gesagt, über 5 Tage ging. Es waren 1600 Teilnehmende, 600 parallele Veranstaltungen. Und es war von diesem Postwachstumskolleg. Und ich war vor 8 Jahren dort, das letzte Mal in Jena. Dort war der Gründungskongress des Postwachstumskollegs. Und damals hat man Postwachstum eigentlich mehr so als, naja, so ein Synonym genommen für die Krise des Kapitalismus. Und man hat irgendwie so gedacht, das ist so ein catchy Begriff, den ich jetzt verwenden kann, um damit meine alten Kapitalismus-Thesen vielleicht auch aus den 70ern, 80er Jahren irgendwie wieder zu recyceln. Ein bisschen überspitzt gesagt, aber es hatte noch nicht so viel mit unserer sozial-ökologischen Krise zu tun, über die wir jetzt heute alle sprechen. Und was ich sehr schön fand zu sehen, was so eine Erkenntnis war aus diesem Kongress, dass einfach die komplette Soziologie an dem Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbeikommt. Also inzwischen wurden durchweg Bezüge hergestellt zwischen verschiedensten Themen und Nachhaltigkeit. Es war ganz klar, wir sind inzwischen in einer ökologischen Krise. Und wenn wir über Postwachstumsgesellschaften reden, dann geht es nicht nur um eine Krise des Akkumulationsregimes und nicht darum, wie wir irgendwie weiter Wachstum alleine generieren können, sondern es geht vor allem auch darum, wie können wir die sozial-ökologische Krise unserer Gesellschaft bearbeiten. Und das ist eigentlich so eine erste zentrale Erkenntnis, die mich sehr froh gestimmt hat, weil ich doch größtenteils Nachhaltigkeitsforscher bin und weniger Soziologe, sondern eben eher Volkswirt. Und ein zweiten Punkt, den ich sehr spannend fand, dass dich die Soziologie auf die Suche gemacht, oder ja, jetzt so zunehmend auf die Suche macht, auf der
Suche nach Utopien und nach neuen Erzählungen. Ja, also so während die Soziologie ja doch klassischerweise immer diesen Anspruch hat, ich schaue kritisch auf die Welt. Und das tut sie natürlich auch immer noch, kritisch auf die Welt zu schauen. Und es ist mal herrlich, vor Soziologen einen Vortrag zu halten, weil sie immer Fehler finden und immer grundlegende Kritik an irgendetwas haben. Aber sie jetzt doch auch auf diesen Weg, auf den Pfad gekommen ist, wir müssen irgendwie über alternative Zukünfte nachdenken. Und es gab sehr schöne Debatten über, ja, wie kann denn die Soziologie auch zu sowas wie einer realen Utopistik beitragen oder einer experimentellen Utopistik und wie können wir die Zukünfte eigentlich besser abbilden. Also das waren so zentrale Punkte. Also ich jetzt mit, genau, in meinem Kurzinput hier mit Ihnen diskutieren möchte, sind 5 Thesen, die ich mitgenommen habe, auch einmal nochmal so, um zu erklären, warum beschäftigen wir uns mit Postwachstum überhaupt, also was sind Gründe für eine Postwachstumsgesellschaft und dann eben noch so eine zentrale These, wie kann denn so eine Kontur einer Postwachstumsgesellschaft eigentlich aussehen, was wird dort diskutiert. Da ich selber aus der Nachhaltigkeitswissenschaft komme, wurde ich aufgefordert, auch oder wird man sehr häufig ausgefordert, sich mit irgendeinem der SDGs, der Sustainable Development Goals, zu identifizieren. Da bin ich als Ökonom und Arbeitsforscher doch beim SDG 8 sehr gut zu Hause, Decent Work and Economic Growth. Und das SDG besagt halt, promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Und man fragt sich schon, wie das nach irgendwie 10 Jahren der Debatte um Postwachstumsgesellschaften das irgendwie noch geschafft hat, ein Sustainable Development Goal zu sein und eigentlich auch, so um die 130 Jahre nach Karl Marx. Denn Karl Marx hat ja schon gesagt, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Und wenn man sich die beiden mal so gegenüberstellt, sieht man doch, irgendwie scheint ein Widerspruch vorhanden zu sein und diesen Widerspruch möchte ich anhand von folgender Thesen so ein bisschen aufzeigen. Die erste These ist, dass je höher das Niveau der erreichten Dynamisierung, desto mehr Energie braucht es, die Dynamisierung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, also letztendlich, wir sind eben weit entwickelte Wachstumsgesellschaften in den westlichen Industrienationen. Und um diesen Wachstumszustand, ja, um dieses einfach nur unsere Volkswirtschaft immer wieder konstant zu halten, also diese Dynamisierung irgendwie stabil zu halten, braucht es halt zunehmend mehr Energie. Und ich möchte das nur, weil das jetzt skizzenhaft hier sein muss und ich nur 15 Minuten habe, um alle meine Thesen darzustellen, an einem Beispiel aufzeigen. Das finde ich ganz schön, wenn man sich dieses Peak Everything einfach mal anschaut. Und was man hier sieht, ist einfach, wie sich der gesellschaftliche Naturverbrauch über die Zeit entwickelt hat. Und man sieht hier, ich muss jetzt hier genau nochmal hinschauen, dass wir halt so um 1700, ich würde sagen, da waren es vielleicht 15% der weltweiten Flächen, die wir irgendwie vernutzt haben und als Menschen genutzt haben und für unsere Lebensweise gebraucht haben. Und wenn man dann den Sprung macht nach zum Jahr 2000, sind wir halt schon so bei 70% irgendwie, die wir nutzen. Und man sieht einfach, wenn man sich auch anschaut, welche Flächen es sind, die hier noch übrig bleiben, die halt nicht durch die Menschen genutzt sind, dann ist es die Sahara und die, Grönland und die Antarktis letztendlich. Das heißt, man kann sogar sehr gut sehen, es braucht halt immer mehr Energie, um es aufrechtzuerhalten und gleichzeitig kommen wir da eben auch zur zweiten These, nicht alle Systeme können dynamisiert werden. Also ich finde einfach, dieses Peak Everything zeigt doch sehr schön, dass wir an Grenzen stoßen und es irgendwann tatsächlich auch vorbei ist mit diesem Planeten. Nicht alle Systeme können dynamisiert werden, das ist auf verschiedenster Ebene gemeint. Einmal eben das Wirtschaftssystem kann nicht weiter dynamisiert werden, weil wir in einer ökologisch-ökonomischen Zangenkrise stecken. Also eigentlich immer dann, wenn wir versuchen, die ökonomische Krise zu bearbeiten, verstärken wir damit die ökologische Krise. Zum anderen aber auch, dass wir, indem wir zunehmend sämtliche Bereiche unseres Lebens kommodifizieren, also zur Ware machen, verstärken wir auch in so eine, man spricht von der psychosozialen Krise, ja, die Burnout-Gesellschaft oder so, weil wir halt versuchen, einfach jeden Lebensbereich noch zur Ware zu machen, um halt das System irgendwie aufrechtzuerhalten und eben weiter dynamisch zu halten. Ganz schön kann man das auch hier sehen, diesen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Wirtschaftskrisen. Also eigentlich haben wir in den letzten Jahrzehnten immer nur dann den CO2-Ausstoß reduziert, wenn wir eine Wirtschaftskrise hatten. Das letzte Mal im Jahr 2009. Und da kann man sämtliche Wirtschaftspolitiken, die man nimmt, oder CO2-Emissionshandel, der ja auch schon im Kyoto-Protokoll vor 2 Jahrzehnten eingeführt wurde, hat einfach bisher keine realen Auswirkungen gezeigt. Das Einzige, was Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß gezeigt hat, waren bisher Wirtschaftskrisen. Und das ist halt ja auch genau die Frage, vor der wir stehen. Haben wir Degrowth by Design oder by Disaster? Ja, also wir werden
irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir genau über wirtschaftliche Krisen vielleicht auch das CO2-Problem wieder lösen, aber gleichzeitig untergraben wir die ganze Zeit bei dem Versuch, die Wirtschaftskrisen zu vermeiden, halt eigentlich wieder die ökologische Basis unseres ökonomischen Systems. Die These 3 ist, dass Dynamisierung, selbst dann, wenn sie noch gelingt, immer häufiger ohne Stabilisierung einhergeht. Also selbst dann, wenn wir es schaffen, alle unsere Bereiche zu dynamisieren, wo ja auch Anstrengungen unternommen werden, ja, im Zuge des Neoliberalismus werden soziale Institutionen zurückgebaut, es werden immer mehr Lebensbereiche im Land genommen, um mit Klaus Dörre zu sprechen. Trotzdem gelingt eigentlich vielfach die Stabilisierung nicht mehr. Und was das ganz schön zeigt, ist diese Grafik, wenn man sich über säkulare Stagnation redet. Was hier angezeigt ist, ist einfach der Rückgang der Wachstumsraten über die letzten 40, 50 Jahre. Und man sieht auch hier, dass eben in verschiedensten Regionen dieser Welt die Wachstumsraten zurückgehen. Das heißt, es ist gar nicht mal so sehr eine Frage, wollen wir noch wachsen oder nicht und ist es eine sinnvolle, ist es ökologisch sinnvoll oder ist es sozial sinnvoll zu wachsen oder nicht, sondern es ist tatsächlich, kann man auch sagen, es ist eine Realität, dass diese Gesellschaften halt zunehmend nicht mehr wachsen und eine Realität, mit der wir umgehen müssen, auf die wir eingehen müssen. Denn auch das hat sich gezeigt in diesem Kongress und das hat mich auch sehr gefreut, die Diskussionen sind deutlich weitergekommen. Ich bin seit 2012 in dieser ganzen Postwachstumsdebatte unterwegs und man sieht dort viel, sind es dann immer so allgemeine Einführungsdebatten, wo wir dann eben pro und contra Wachstum reden. Aber inzwischen ist man schon so weit und es gibt viele Debatten darum, wie müssen soziale Sicherungssysteme aussehen in einer Postwachstumsgesellschaft, wie sieht das Krankenversicherungssystem in einer Postwachstumsgesellschaft aus. Also wie entkoppeln wir einfach verschiedenste Bereiche oder verschiedene Institutionen, verschiedene Lebensbereiche von Wachstum. Und das ist, hoffe ich, einprägsam und verdeutlicht, warum das notwendig ist. Das zweite ist auch das Easterlin-Paradox, das wollte ich auch kurz anführen, weil das eben auch zeigt, dass wir hier trotz einer Dynamisierung unseres Bruttoinlandsproduktes unsere Lebenszufriedenheit, unser Glück nicht weiter steigern. Also auch das ist so eine Erzählung, die eigentlich nicht mehr stimmt. Die man vielleicht bis zu einem gewissen Grad gibt es eine Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und der Lebenszufriedenheit, aber es entkoppelt sich ab einem Lebensniveau, das empirisch kann man das wieder diskutieren, aber man spricht so von 15.000 bis 20.000 US-Dollar pro Jahr. Und gleichzeitig, auch das finde ich eine ganz schöne Umfrage, die es dazu gibt, werden halt ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland sieht inzwischen auch in einem Verzicht auf Karriere und Konsum eine Steigerung der Lebensqualität. Also eigentlich ist es politisch auch gar nicht mehr so sehr gewollt. Oder auch es gab letzte Woche eine Umfrage, wo dann auch gesagt wurde, lieber Wirtschaftswachstum oder die Umweltkrise bearbeiten. Also es ist auch die Bereitschaft, und das ist ja hier ganz spannend, die Leute wollen größtenteils auf Karriere und Konsum verzichten. Und man fragt sich ja, warum tun sie es denn nicht einfach so? Und das sind halt die institutionellen Hürden, in denen wir alle drinstecken. Die vierte These ist, dass die Stabilisierung im globalen Norden häufig auf Kosten des globalen Südens erfolgt. Und das ist vielleicht gerade hier im Kontext Medico-International auch eine These, die vielleicht auf Interesse stößt. Was damit gemeint ist, das möchte ich an zwei Beispielen zeigen. Zum einen hier, wenn wir uns ich habe mit imperiale Lebensweise überschrieben, aber hier sind die CO2-Ströme aufgezeigt zwischen verschiedenen Ländern. Und wenn wir jetzt dahergehen und sagen, naja, so schlecht steht es doch um unseren CO2-Ausstoß in Deutschland gar nicht und wir stehen doch ökologisch gar nicht so schlecht da und wir hatten ja immerhin noch vor ein paar Jahren eine Klimakanzlerin und sind Vorreiter in dem ganzen Gebiet, wird hier halt ganz schön aufgezeigt, wenn man sich die CO2-Ströme anguckt. Das heißt, wenn man auch die Produkte in unser CO2-Budget mit einpreist, die wir halt importieren, weil wir halt konsumieren. Und wir letztendlich in den letzten Jahrzehnten nichts anderes gemacht haben, als die dreckigen Industrien in den globalen Süden zu transferieren, um unsere CO2-Emissionen und andere Dinge zu verbessern. Also auch hier erfolgt halt unsere Lebensqualität und eben auch die erfolgreiche Dynamisierung auf Kosten des globalen Südens. Und das Gleiche kann man eben auch sehen, wenn man sich transnationale Sorgeketten anschaut. Also hier ist aufgezeigt, wie halt Sorgetätigkeiten ausgelagert werden. Also gerade der Punkt, wir sind ja momentan, in Deutschland stehen wir relativ gut da. Also anders als zur Gründung des Postwachstumskollegs, wo man kurz vorher noch die Wirtschaftskrise hatte und man so denken konnte, das Wachstumsregime kommt an ein Ende, steht Deutschland relativ gut da. Wir haben die höchste Erwerbsquote jemals, eine geringe Arbeitslosenquote etc. Auch hier haben wir wieder eben eine Kommodifizierung Kommodifizierung von Arbeit, mehr in Wert genommen von Arbeitskräften und eben auch von Sorgetätigkeiten. Mit der Folge, dass man jetzt halt irgendwie, man sieht es ja, ne? Sparen geht, rennt um die Welt, um irgendwelche Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen und damit aber dort Pflegelücken entstehen lässt, was man mit transnationalen Sorgeketten bezeichnet.
Die These 5, und das ist die, die in die Zukunft gerichtet ist, dass eben eine sozial-ökologische Transformation einer neuen Politik der Zeit bedarf. Und das war eins der zentralen Themen bei dieser Konferenz, dass wir wirklich anders mit unserer Zeit umgehen müssen, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung brauchen, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen, dass wir aber auch betriebliche Mitbestimmung und letztlich Mitarbeitereigentum an Unternehmen brauchen, um anders mit unserer Zeit umzugehen, eine neue Politik der Zeit zu haben. Und das möchte ich kurz zeigen, warum ist denn aus ökologischer Perspektive oder auch aus Postwachstumsperspektive eine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll? Und zwar spricht man hier von einer dreifachen Dividende einer Arbeitszeitverkürzung. Einmal, Arbeitszeitverkürzung führt halt zu mehr Arbeitsplätzen, das heißt, in Zeiten von sinkenden Wachstumsraten wird halt die verbliebene Arbeit auf immer mehr Leute verteilt. Zweitens aber senkt Arbeitszeitverkürzung auch den ökologischen Fußabdruck. Und zwar einmal aufgrund, jetzt kommt der Ökonom noch ein bisschen durch, aber ich hoffe nicht zu stark, aufgrund von Skaleneffekten, also ein geringeres Arbeitsvolumen, führt halt gesamtgesellschaftlich eben auch zu einer geringeren Produktion und damit eben auch zu geringeren Umweltauswirkungen. Und das Zweite, man spricht hier vom Kompositionseffekt, der ist auf individueller Ebene, das hat eben dann letztendlich mit geringerer Arbeitszeit, oft auch ohne Lohnausgleich zumindest, ein geringeres Einkommen hergeht, wodurch man eben auch einen geringeren Konsum hat und wieder zu geringeren Umweltauswirkungen kommt. Und der Punkt, der mich als Wissenschaftler am meisten interessiert, ist aber eben auch der Punkt, wenn wir mehr arbeitsfreie Zeit haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, weniger zeitsparende Aktivitäten nachzugehen, die vielfach eben ressourcenintensiv sind, sondern können uns mehr zeitintensiven Tätigkeiten wie reparieren, selber machen, vielleicht aber auch bei Fridays for Future aktiv werden etc. Also wir können uns halt viel mehr in anderen Bereichen engagieren, die ökologisch sinnvoll sind. Und das Dritte eben Arbeitszeitverkürzung, das lässt sich auch sehr schön zeigen, stärkt das gesellschaftliche Engagement. Also vielleicht sollten wir alle am Freitag einfach nicht arbeiten. Ein Aber will ich noch dranhängen, bevor ich hier Schluss mache. Und zwar, es gibt schon kollektive Arbeitszeitverkürzung hat empirisch schon auch das Problem der Arbeitszeitverdichtung. Und gleichzeitig bleiben wir bei diesem Problem, dass wir auch vor der Aufgabe stehen, die Arbeitswelt als solche zu verändern. Was bringt es uns, wenn wir noch 20 Stunden voll arbeiten gehen, dass die neue Normalarbeitszeit ist, wir aber in diesen 20 Stunden zunehmend gestresster arbeiten, um mal halt das aufzuholen, was wir in den anderen 20 Stunden gemacht haben. Und das möchte ich hier am Beispiel der inneren Arbeitszeitverkürzung aufzeigen. Eine innere Arbeitszeitverkürzung meint einfach die Auseinandersetzung darüber, dass wir letztlich die Zeit, die wir während unserer Arbeitszeit haben, also unsere Arbeitszeit als solche dekommodifizieren, also dort wieder gesellschaftlich, also Teile dieses Arbeitslebens gesellschaftlich sinnvoll investieren. Also man spricht dann hier durch Investitionen in die Umwelt und ich habe hier so ein Beispiel, Active to Work, wo halt Unternehmen in Österreich die Mehrdauer, die man hat, wenn man mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zur Arbeit fährt, dass das als Arbeitszeit anerkannt wird. Also hier werden halt Teile der Arbeitszeit umgewidmet in Investitionen in die Umwelt und gleichzeitig wird damit halt eben auch die Arbeitsproduktivität reduziert. Und das sind so Schritte, dass wir auch darüber halt nachdenken müssen und diskutieren müssen, inwiefern denn wir auch während unserer Arbeitszeit eben zunehmend sozial-ökologisch sinnvoll tätig sind. Und damit will ich es belassen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Gerrit. Also das war, finde ich, in der Kürze der Zeit wirklich sehr, sehr viel Stoff zum Nachdenken. Ich bin dankbar für die letzte These, weil die eine wunderbare Überleitung ist zu dem nächsten Gast hier auf dem Podium, Ulrich Schachtschneider. Ist Energieberater, freier Sozialwissenschaftler, Autor von zahlreichen Texten zur sozial-ökologischen Transformation. Und gerade in seinem Buch Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit hat er mit dem ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle, heißt das, da hat er seine Idee, wie gutes Leben für alle eigentlich, ne, im Einklang von Mensch und Natur zu ermöglichen sein könnte. Die hat er bereits 2014 in dem Buch ausgeführt und die wird er uns jetzt hier auch noch mal genauer vorstellen und ein bisschen modifiziert. aber Ulrich Schachtschneider, wir freuen uns. Das Thema Zeit spielt da nämlich auch eine wichtige Rolle, deswegen passt das sehr gut aneinander. Das ist jetzt nicht mein Computer. Wie kriege ich das hier weg? Das kriegen wir. Du hattest die PDF hier, ne? Da.
Okay. Ja, mein Vorredner hat ja schon von dem Soziologenkongress berichtet. Das ist natürlich die Paradedisziplin der Soziologie. Er hat das selber gesagt, erstmal zu analysieren, was ist. Und da ist natürlich viel Kritik dabei. Aber es hat mich gefreut, dass auch die Soziologie sich offenbar getraut hat, schon ein wenig in Richtung konkrete Utopie und Lösung zu gehen. Da werden sie ja innerhalb ihres Faches oft auch angefeindet. Was ich heute bringe, ist auch so etwas, wo natürlich man als Risiko eingeht, wenn man so eine konkrete Utopie, ja, man kann es vielleicht auch Modell nennen, man kann es auch Bild nennen, hier vorstellt. Aber das Risiko gehe ich gerne ein, weil ich glaube, wir brauchen nicht nur die Kritik des Bestehenden, um etwas zu ändern, sondern wir brauchen auch eine Richtung zumindest, die eine attraktive Vision ist. Und das habe ich hier am Anfang da mal aufgeführt. Also das ist das ökologische Grundeinkommen. Die wesentlichen Topics dieser konkreten Utopie sind da aufgeführt, gelassener Leben und Arbeiten. Das knüpft so ein bisschen an das, was heute Nachmittag auch schon gesagt wurde. Ja, eine Utopie ist auch irgendwie eine Zeitvision. Also Zeitwohlstand wäre hier sozusagen das Stichwort. Gleichheit der vielen, das ist die Idee, den Einzelnen ein soziales Gefühl der Gleichheit in dieser Gesellschaft zu geben, ihm das Gefühl, ein anderes Gefühl zu geben, wie er in die Gesellschaft gestellt ist, weil ich glaube, das hat damit zu tun, wie Leute sich auch ökologisch verhalten und sonst im Leben verhalten. Und als drittes eben grüner Wirtschaften, nicht weiter so, aber grüner Wirtschaft, also nicht das, was ich als grünen Produktivismus bezeichne. Produktivismus, also so viel zu produzieren, wie es geht, wissen wir heute, ist problematisch, ist zu viel Umweltverbrauch. An die Stelle ist ja dann der grüne Produktivismus getreten. So viel, wie es geht, aber eben grün oder auch Dienstleistungsproduktivismus, so viel Dienstleistung, wie es geht. Dann können wir sozusagen Wirtschaftswachstum und ökologische Grenzen vereinbaren. Aber zunächst, bevor ich so eine Utopie oder eine konkrete Utopie, darauf kommt es mir auch an, skizziere im Schnelldurchgang jetzt natürlich nur erstmal, was überhaupt das Problem ist. Also wir haben heute eine Krise des Sozialstaats, ne, in einer Gesellschaft der vielen, einer Gesellschaft auch der vielfältigen Arbeitsrealitäten. Wird es immer unübersichtlicher, wird es immer schwieriger, dort auch Gerechtigkeitsempfinden zu erreichen mit Anbauten an das bestehende Sozialstaatsmodell. Und es gibt gravierende Akzeptanzschwierigkeiten. Ich will das nur so weit hier als basales Problem darstellen. Und ja, die Frage ist, was wäre, wenn wir eine radikale Gleichheit haben, Sozialstaat für alle, nicht nur für einige, die das kriegen und andere, die haben das Gefühl, sie müssen dafür zahlen irgendwie. Dann haben wir aber auch eine Krise der Erwerbsarbeit, nicht, dass wir zu wenig Erwerbsarbeit haben, zumindest nicht in Deutschland, aber viele sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, sie können sich nicht verwirklichen, sie haben Angst angesichts der zu erwartenden Digitalisierung, Robotisierung und es gibt immer mehr Stress, Beschleunigung. Viele äußern auf die Frage, wie zufrieden sie da sind. Ja, ich liebe mehr oder weniger vielleicht auch meinen Job, aber ich komme nicht zu dem Eigentlichen, was wichtig ist in dem Job. Also eine Krise der Erwerbsarbeit. Und ja, was wäre das für ein Fortschritt, wenn diese Arbeit freier gewählt werden kann? Ja, und der dritte Problemkomplex, thematisch enger an dem heutigen Thema sozial-ökologische Transformation, obwohl es hieß ja auch sozial-ökologische, das ist auch wichtig, und die anderen Krisen haben damit ja auch zu tun. Also wir haben natürlich viele gute Pläne, ne? Ich habe da mal abgebildet irgendwie den Deckel von einem Energieberatungsbericht, den ich gemacht habe für ein Schulzentrum, aber es wird nicht verwirklicht, weil die ökonomischen Daten das nicht erlauben, eine andere Sprache sprechen. Oder hier dieses Ex und Hop. Wie wäre es, wenn wir da andere ökonomische Anreize haben als Lenkungsimpuls? Was aber auch wichtig ist, ist unsere Lebensweise. Und ja, da haben wir die problematischen Gewohnheiten, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben aber auch unerfüllte
Pläne, ne? Dass wir sagen, ja, wir müssten eigentlich mal doch ein bisschen mehr entspannen. Wir haben die Meinung, dass es gut ist, grün zu produzieren, also diese Subjektivierung sozusagen dieses grünen Produktivismus. So, und ja, wie wäre es, wenn wir diese Haltung mit einem Kulturimpuls, mit einem Impuls für eine Änderung der Kultur bearbeiten könnten oder damit konfrontieren könnten? Ja, was macht jetzt ein Grundeinkommen da? Das ist ja meine Hauptthese. Ein Grundeinkommen bietet mehr ökonomische Sicherheit. Jeder hat keine ökonomische Existenzangst. Es gibt aber auch eine soziale Sicherheit. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Jeder fühlt sich sozial gleich akzeptiert. Wenn jeder ein Grundeinkommen kriegt, gibt es nicht irgendwie diese Angst, ich bin ja nur irgendwie so ein Schmarotzer. Und während andere denken, ja, ich bin ja irgendwie nur ein Zahler. Also das Gefühl der sozialen Akzeptanz, der sozialen Sicherheit. Und was macht das mit einer Gesellschaft, die produktivistisch in ihrer großen Mehrheit noch orientiert ist? Die wird dazu führen, dass die Leute mit dieser Sicherheit im Rücken, ökonomisch, aber nicht nur ökonomisch, auch sozial, dass sie sagen, das ist eine Arbeit, eine Erwerbsarbeit, die mache ich jetzt nicht mehr, die finde ich in ökologischer Hinsicht problematisch. Oder es wird dazu führen, dass die sagen, ja, das ist eine Arbeit, die finde ich auch in sozialer Hinsicht problematisch. Ne? Also da kann sich, glaube ich, jeder von uns eine Tätigkeit vorstellen, wenn ich da irgendwo ja, vielleicht Leute anrufen muss und ihnen sagen muss, gratuliere, sie haben gewonnen oder was Leute alles so machen. Aber auch Tätigkeiten, wo ich so machen müssen. Auch Tätigkeiten, wo ich mich selber nicht richtig entwickeln kann, die werde ich dann auch eher ablehnen können mit dieser Basissicherheit im Rücken. Es wird also insgesamt weniger werden und das, was überbleibt, das wird eher dem Denken, Fühlen und Handeln entsprechen. Es wird eher authentischer das sein, was ich eigentlich an Arbeit machen würde. Ich weiß, damit begebe ich mich jetzt auf ein gewisses Glatteis, hier gerade in Frankfurt, kritische Schule und so weiter. Da wird mir jemand sagen, ja, wie kannst du denn sagen, was authentisch ist? Das will ich auch gar nicht sagen. Ich definiere es aber ex negativo. Ja, ich sage, wenn diese Störgröße, Unsicherheit weg ist, wird das, was überbleibt, das wird, was auch immer es ist, ne, ob ich jetzt gerne alte Autos repariere oder Gitarrenunterricht gebe oder so, was überbleibt, das wird auf jeden Fall mehr diese Einheit von Denken, Fühlen, Handeln authentischer sein. So, die eine Seite der Ökonomie ist dieser Produktivismus. Die andere Seite, die dem entspricht, ist natürlich der Konsumismus mit einer entsprechenden Subjektivierung. Und was macht das Grundeinkommen damit? Durch diese Sicherheit wird, das habe ich absoluten Mangel, Reduktion des absoluten Mangelgefühls genannt, in Anlehnung an den Sozialpsychologen Erich Fromm. Da wird dieses Gefühl, ich muss jetzt mal zugreifen, ne, weil es gibt es vielleicht später nicht mehr. Dieses Gefühl wird reduziert. Ich habe das Gefühl eher der Fülle, sozusagen, weil ich das gesichert habe. Aber das gilt auch nicht nur für mich alleine, sondern in meinem Verhältnis zu anderen in der Gesellschaft. Das, was Ökonomen, denke ich mir, Statuskonsum nennen. Der Konsum, den ich nur mache, weil der Nachbar es hat, früher klassischerweise der Mercedes, heute sind es vielleicht eher die Fernreisen für die Kinder oder ich weiß es nicht. Das wird auch weniger werden. So, und was überbleibt, ist auch wieder das, was ich eigentlich sozusagen gerne konsumiere. Es gibt ja Dinge, die alle von uns, glaube ich, auch gerne konsumieren. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, ja, Nullkonsum oder sowas. Aber das, was überbleibt, ist nicht von diesen Störgrößen. Ich mache es nur aus Statusgründen, ich mache es nur, weil ich ein Unsicherheitsgefühl habe, mehr beeinträchtigt. Also auch irgendwie authentischer. Man könnte das Grundeinkommen auch bezeichnen als Authentizitätspauschale. Katja Kipping hat mal gesagt, ja, Grundeinkommen ist eine Demokratiepauschale, wichtiger Point, Zeit dafür, man wird weniger erpressbar und so weiter. Aber ich finde, dieser Punkt ist sehr wichtig für die sozial-ökologische Transformation. Ja, mit Grundeinkommen sind verschiedene, ich habe das mal genannt, Work-Styles oder auch Work-Lifestyles of Degrowth möglich. Das, was die meisten von Ihnen kennen, ist wahrscheinlich das hier.
Das habe ich auch heute wieder gehört. Das ist, wir reduzieren die Erwerbsarbeit und dann machen wir einen großen Teil in Eigenarbeit oder Gemeinschaftsarbeit. Das ist das Modell, was mein Oldenburger Freund Nico Pech stark macht, sein Modell der Postwachstumsökonomie. Wer sich vielleicht wundert, warum bei der Reduktion auf 70 hier mit, oh sorry, auf 70%, das ist natürlich jetzt nicht der reale Vorschlag, ich will was verdeutlichen, ja. Hier der Block der wöchentlichen Arbeitszeit doch noch höher ist, das liegt daran, dass ich davon ausgehe, dass in Eigenarbeit oder Gemeinschaftsarbeit, dass man nicht so zeiteffizient arbeitet wie in Erwerbsarbeit. Das ist jetzt natürlich eine beliebige Annahme, wie viel das ausmacht, aber ich denke, das macht mehr aus, gerade wenn man mehr diskutiert und wenn man auch nicht so hoch spezialisiert ist, braucht man für dieselben Outputs länger. Ein bisschen freie Zeit bleibt dann noch. Das ist ein Modell, was in der Postwachstumsszene sehr beliebt ist. Aber warum ist es eigentlich das einzige Modell für ein Leben jenseits des Wachstums? Es wäre ja auch das denkbar, dass ich sage, ich reduziere einfach, das ist auch schon eben angesprochen worden von meinem Vorredner, meine Arbeitszeit von 40 auf 28 und dann habe ich richtig viel mehr freie Zeit. Oder das Modell, ich reduziere noch mehr, vielleicht auch auf null und ich mache alles in Eigenarbeit und Gemeinschaftsarbeit. Also was mir wichtig ist, wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Wir können in einer modernen Gesellschaft nicht erwarten, dass dieses Modell attraktiv für alle ist. Es gibt Leute, für die ist das attraktiv oder vielleicht auch das. Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft der Vielen oder in einer Arbeitsgesellschaft der Vielfalt. Und das Grundeinkommen stützt eben alle diese Arbeitsformen. Es gibt heute Leute, die machen das heute schon, ist ein Argument, was mir oft entgegengebracht wird. Ja, das stimmt, aber wer macht das heute? Das sind Avantgarden, die mit großem persönlichem Lebensrisiko auch sowas mal anfangen und den Mut haben, was auszuprobieren. Aber mir geht es ja um die Frage, wie machen wir das für die ganze Gesellschaft, für die verschiedensten Milieus auch gangbar? Wie schaffen wir da ein gastliches Umfeld, das zu tun? Und das liefert das Grundeinkommen. Ja, jetzt zweiter Block. Die Frage, wie finanzieren wir das? Und ich bin der Meinung, wir müssen es wesentlich über Ökoabgaben finanzieren. Und dann kommt da gleich die Frage auf, das ist ja ungerecht, so, ne? Wenn du es über Ökoabgaben machst, so, dann sind ja die kleinen Einkommen besonders betroffen. Die Debatte ist ja hochaktuell jetzt. Und wenn man das aber so macht, dass man Ökoabgaben hat, dann, und die wieder ausschüttet an jeden, das wäre beim Grundeinkommen ja der Fall. Ich schütte die Einnahmen einer Ökoabgabe, wie auch immer sie im Detail jetzt generiert sind, über Steuern, über Zertifikate, Versteigerungserlöse oder es ist egal. Ich nehme die ganzen Einnahmen und schütze sie paritätisch aus. Und dann haben wir diesen Umverteilungseffekt. Die Ärmeren, die konsumieren weniger und haben auch weniger Umweltabgaben in ihren Preisen, die sie bezahlen. Und bei den Reichen ist es umgedreht. Und wenn ich das ausschütte paritätisch an jeden, dann haben die Ärmeren unterm Strich mehr. Ich habe das visualisiert jetzt hier durch diese Balken. Der Balken für die Ärmeren wird größer und hier wird der kleiner. Dieser graue Balken, der Balken der Ökoabgaben ist. Also wir haben das Problem einer Besteuerung von Umweltverbrauch, was ja gravierend ist, dass die ärmeren Haushalte mehr belastet werden. Und wo das nicht nur irgendwie eine Bildzeitungsspinnerei ist, wenn da irgendwie ein gewisser Widerstand herrscht, ich kann das verstehen. Das haben wir umgedreht. Je mehr wir Ökosteuer machen, desto mehr habe ich Umverteilung in die richtige Richtung. Und so sollte man das Grundeinkommen finanzieren. Natürlich ist mir auch klar, dass es erst ein Anfang ist. Denn diese Ausschüttung an alle, das ist individuell garantiert. Jeder kriegt es, unabhängig davon, ob er mit irgendjemandem zusammenwohnt oder in sonst wie Lebensverhältnissen ist. Es wird nicht geguckt, hast du sonst irgendwie was, also ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und es wird auch nicht von ihm erwartet, dass er dann im Arbeitsmarkt teilnimmt oder erstmal irgendwie sich bildet oder sowas. Also das wird ihm einfach als soziales Recht ausgezahlt. Natürlich ist das Ganze noch nicht in einer Höhe, die jetzt existenzsichernd ist. Wenn man jetzt dieses wichtige Kriterium für ein Grundeinkommen dazu nimmt, dann muss das ganz schön anwachsen. Ja? Aber es ist gut, damit erstmal anzufangen. Wir können einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Jetzt
ganz kurz zu der Frage vielleicht, wie willst du denn jetzt alles ausrechnen mit der Besteuerung und so weiter? Willst du vielleicht jedem Einzelnen ausrechnen, wie viel CO2 oder sonst wie Umweltverbräuche er hat? Nein. Am Anfang und am Ende der Produktionskette muss man ein Preisschild draufsetzen, wo Ressourcen aus der Erde geholt werden oder wo Ressourcen in Umweltsenken gegeben werden. Und dann wird sich das automatisch über die Wertschöpfungsketten weiter fortsetzen an die Ladenkasse. Dann kostet ein Fernseher vielleicht, der ist mit relativ viel Umwelt produziert ist, 200 Euro mehr. Aber mir geht es nicht darum, das Fernsehen kaufen oder vielleicht das Fernsehen als problematische kulturelle Tätigkeit der Passivität oder so jetzt hier zu diskriminieren, sondern es könnte mit so einer Besteuerung genauso sein, dass das hier vielleicht paradigmatisch so ein bisschen das Gegenteil vom Fernsehen, also aktiv mit der Family oder sonst welchen Freunden da Kanu fahren, das könnte auch 200 Euro teurer werden, das muss auch produziert werden, da muss man hinfahren und so weiter. Also das Ganze, es geht mir nicht darum, bestimmten Konsum, den ich irgendwie als Luxus oder unnötig oder so definiere, da teurer zu machen, sondern den Konsum, der hohen Umweltverbrauch hat. Ja, wir können es zusammenfassen. Also dieses Ökogrundeinkommen, das wäre eine libertäre, sozial-ökologische Transformation mit Option auf Postwachstum. Libertär, weil ich nichts oder wenig verbiete. Ja, ich bin nicht gegen Ordnungspolitik total. Es ist richtig, dass wir Atomkraft und Kohlekraft verbieten, aber wir können nicht im Detail alles gehen und verbieten. Wir können ja zum Beispiel nicht sagen, wie viel Quadratmeter jeder bewohnen soll oder wie viel Kilometer er fahren soll oder wie viel Kilogramm Fleisch er essen soll oder so. Von welchem Standpunkt aus könnte man das definieren, was dann in Ordnung ist? Und wie könnten wir es kontrollieren? Was wäre das für eine Überwachungsgesellschaft? Das ist, finde ich, zu Recht, es ist nicht möglich. Also das ist sozusagen eine freiheitliche Steuerung, die den verschiedensten Milieus in der modernen Gesellschaft noch die Räume lässt, das, was ihnen wichtig ist, zu machen, aber insgesamt sozusagen aufpasst, dass es nicht zu viel wird. So, man hat eben zwei Wirkungsrichtungen. Einmal die Änderung der Preise, ne, durch diese Ökobesteuerung. Und das führt im Wesentlichen dazu, dass eben ressourcenarme Technologien attraktiver werden. Ne? Diese Nachhaltigkeitsstrategien der Effizienz und der Konsistenz. So, das sind so die megatechnologischen Strategien, Produktion effizienter und konsistenter zu machen. Aber, und das ist mir eben ganz wichtig, durch die Verbindung mit dem Grundeinkommen, wir haben auch eine Änderung der relativen Werte. Es wird keine totale Änderung geben, sondern mir geht es um die Gewichtung von Werten. Und durch dieses Gefühl von Gleichheit und Sicherheit, das ich am Anfang so ein bisschen versucht da darzustellen, wird ressourcenarmes Arbeiten und Leben, also mit Suffizienz und mit dem Bedürfnis nach Zeitwohlstand, das wird, oder auch vielleicht mit der Erfahrung, wie das ist, mehr gemeinschaftlich zu machen, das wird dadurch gefördert. Es gibt auch Querverbindungen, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wichtig ist, es werden eben zwei Wege zur Nachhaltigkeit oder zum geringeren ökologischen Fußabdruck gegangen. Ne? Einmal der technische Weg und der kulturelle Weg. Und hier dazwischen habe ich so eine gestrichelte Linie. Warum? Ne? Weil wir wissen nicht, wie genau ist das Verhältnis. Und das Verhältnis müssen wir in einer offenen Gesellschaft auch nicht wissen. Wichtig ist nur, dass so eine Rahmensetzung beide Wege ansprechen würde. Ja, das ist jetzt sozusagen nochmal mein Fazit als konkrete Utopie. Also so ein Öko-Grundeinkommen, das schafft, ich habe das genannt, wir sind ja hier in Frankfurt, Habermas, eine Lebenswelt und System. Lebenswelt, das, was ich mit Leuten zusammen ausdiskutiere und bespreche. Und System ist das, was über systemische Medien wie Geld oder in der Politik Macht gesteuert wird. Also wir werden durch so ein Grundeinkommen mehr Lebenswelt statt System bekommen. Die Leute haben die Möglichkeit, mehr auch nicht monetär zu arbeiten. Sie werden es nicht total tun. Es gibt auch andere Bedürfnisse, aber sie haben die Möglichkeit. Und auch die Möglichkeit, andere Lebensformen auszuprobieren, wo sie mehr Sachen ausdiskutieren und es nicht über Systeme geht. Ich kriege jetzt ein Zeichen. Darf ich dieses auch eben schnell zu Ende machen? Okay. Es wäre also weniger Kapitalmacht. Es ist nicht gar kein Kapital mehr, sondern Kapitalmacht wird zurückgedrängt. Dann ist es
radikaler Reformismus. Es ist eine Reform, aber keine kosmetische Reform, weil es ändert radikal die Rahmenbedingungen. Es ist keine Revolution, sozusagen eine Umkehrung der Verhältnisse. Es ist eher eine Transformation, eher eine Reformation. Dann, man knüpft damit an, an die großen Ziele, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es ist aber nicht mehr nur formale Freiheit, sondern es ist die reale Freiheit. Die Leute können real mehr über ihre Lebensmöglichkeiten entscheiden. Genauso mit der Gleichheit. Es ist nicht nur die formale Gleichheit, die rechtliche Gleichheit, sondern es ist die gefühlte Gleichheit. Die Leute fühlen sich gleicher in die Welt gestellt, dadurch, dass jeder das kriegt. Und Brüderlichkeit, ja, es ist nicht diese Versicherungsbrüderlichkeit, würde ich mal sagen, wo ich erst eine Leistung bringen muss, um dann nachher eine Gegenleistung zu bekommen, so eine versicherten Solidarität sozusagen, sondern es ist eine gesellschaftlich garantierte Brüderlichkeit, ohne dass eine Gegenleistung gebracht werden muss. Jeder kriegt es. Ja, dass es jetzt auch getragen werden kann von der Gesellschaft, wird hierdurch deutlich. Tragender sozialer Block, habe ich das mal genannt, jetzt in Anknüpfung an die Hegemonietheorie von Gramsci, wem das was sagt. Man kann es als materielles Menschenrecht deuten. Es gibt Leute, die sagen, die Menschenrechte müssen wir ausweiten hin zu materiellen. Man kann es als Umverteilung, klassisch, sozialdemokratisch, sozialistisch begründen. Man kann es als Befreiung der Arbeit begründen, habe ich was zu gesagt. Man kann es ökologisch begründen, das ist der Punkt, den ich stark machen möchte. Man kann es aber auch konservativ begründen. Man kann sagen, wenn es am Grundeinkommen haben die Leute Zeitwohlstand, um die sozialen Beziehungen, die ihnen wichtig sind, vielleicht Sportvereine oder auch Families oder sonst was, da haben sie Zeit dafür. Man kann es, das wäre sozusagen eher so die wirtschaftsliberale Begründung, als Kreativitätsermöglicher, ne, können die kleine geile Firmen gründen, die Leute, mit dieser Sicherheit. Man kann es, das wäre von dieser ganzen IT-Bewegung, die Standardbegründung als Automatisierungsdividende, also was ich jetzt hier so durchheche, soll zeigen. Man kann es von verschiedenen Sozialphilosophien aus begründen und das ist sozusagen das, was für mich das rechtfertigt, dass ich sage, ja, das ist eine mögliche Zukunft, dass diese Gruppen, denen das wichtig ist und das sind nicht wenige zusammengenommen, dass sie das tragen. Ja, das ist sicher keine Sache, die morgen umgesetzt werden kann, aber es ist ein Blick in eine mögliche Zukunft. Ja, herzlichen Dank. Wir kommen hoffentlich noch dazu, da noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie das funktionieren soll, dieser parallele Aufbau oder der schrittweise Aufbau. Was passiert, wenn man 20% seiner Zeit oder 30% oder 40% seiner Zeit in gemeinschaftlicher Arbeit statt in Erwerbsarbeit steckt? Das weiß Leonie Wicke aus Frankfurt. Sie macht gerade ihr Abitur, gehört zu den Mitstreiterinnen der ersten Stunde, kann man fast sagen, Fridays for Future Bewegung hier in Frankfurt, hat den ersten großen Klimastreik im März organisiert oder war dabei und eben vor allem auch diese beeindruckende vorvergangene Woche um den 20. bis 27. September rum, wo sich die Bewegung würde ich sagen, endgültig weltweit großen Respekt verschafft hat. Welche Vision aus den Forderungen der Fridays for Future Bewegung gerade für Frankfurt, vielleicht für ein lebensfreundlicheres Frankfurt erwächst, das wird sie uns jetzt skizzieren. Leonie Wicke. Hallo, ich habe jetzt keine Präsentation und ich glaube, ich werde auch ein bisschen kürzer sein. Ich bin Mitorganisatorin bei Fridays for Future Frankfurt und wir hangeln uns ja so ein bisschen von globalen Klimastreik zu globalen Klimastreik und nebenbei wird eben noch sehr viel mehr Arbeit getan. Also zu den freiheitlichen Streiks gehört auch sehr viel dazu, zum Beispiel eben auch kommunale Forderungen, aber auch bundesweite Forderungen. Sozusagen auf nationaler Ebene oder auch international sagen wir immer, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel, das Pariser Klimaabkommen einhalten. Das haben die Staaten sich darauf geeinigt.
und das muss eingehalten werden. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen auf bundesweiter Ebene. Und in Frankfurt selber haben wir eben auch nochmal einen Forderungskatalog erstellt und an die Stadtpolitik weitergegeben, der verschiedene Bereiche in Frankfurt so angeht. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine konkrete Utopie, könnte man sagen. Wie gesagt, das ist eben alles zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und sind offizielle Forderungen, die wir sozusagen realpolitisch erfüllt sehen wollen innerhalb der nächsten 10 Jahre ungefähr. Da gibt es verschiedene Gebiete, auf die wir immer eingehen. Es geht eben darum, so ein bisschen einerseits natürlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um jetzt sozusagen auch auf kommunaler Ebene Schritte einzuleiten, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Aber es geht auch darum, sozusagen gesellschaftlichen Wandel dabei mit voranzutreiben und diese ökologische Frage nicht gegen eine soziale Frage auszuspielen. Da ist natürlich einerseits in Frankfurt so Stadtentwicklung eine sehr große Rolle, weil wir sehr viel Zuzug haben aus allen möglichen irgendwie anderen Gegenden der Welt und auch aus der Region. Und gleichzeitig wollen wir nicht weiter Flächen versiegeln und wollen nicht irgendwie Frischluftschneisen und Kaltschluftschneisen zubauen und haben sozusagen verschiedene Forderungen gestellt für Passivhäuser, für Solardächer. Gleichzeitig geht es auch darum, den Verkehr irgendwie auszubessern, einen Stopp vom Flughafenausbau, mehr ÖPNV, kostenloser ÖPNV, eine autofreie Innenstadt, mehr Möglichkeiten eben auch, sich in der Stadt selber einzubringen. Das ist ja auch so ein bisschen, was ihr vorhin erwähnt habt, so ein bisschen so, man hat mehr Zeit für soziales Engagement, man hat mehr Zeit sozusagen, die Stadt sich einzunehmen und die städtischen Plätze zu bespielen. Genau, das ist sozusagen, wir wollen netto null bis 2022. Das heißt, wir wollen sozusagen eine Unabhängigkeit vom Heizkraftwerk West, eine Unabhängigkeit von der Braunkohle. Wir wollen sozusagen genauso viel CO2 ausstoßen, wie auch wieder gebunden werden kann durch natürlichen Kreisläufe der Erde. Es geht darum, sozusagen diese neuen Technologien, die schon entwickelt sind, der Stadtpolitik aufzuzeigen und zu sagen, so, da sind die Lösungen, setzt sie durch. Das ist eine konkrete Utopie, das ist nichts, was unmöglich ist. Und wenn es unmöglich erscheint, dann muss es möglich gemacht werden, weil es sozusagen auch eine alternativlose Frage ist, diese Schritte, diese Maßnahmen. Ja, es geht auch, wie gesagt, ÖPNV barrierefrei machen, kostenlos machen. Das ist auch diese Verbindung mit der sozialen Frage, dass man halt nicht sagt, okay, wir hören jetzt auf, Wohnungen zu bauen und dann kann keiner mehr hier wohnen und nur noch die Mietpreise steigen unendlich, weil der Wohnraum knapp wird, sondern dass man sagt, wir nutzen eben diese frei gewordenen Wohnungen, die gerade zur Spekulation von Großfirmen benutzt werden und geben die sozusagen wieder an den Staat, an den staatlichen Träger, an den städtischen Träger zurück und machen die offen für Sozialwohnungen und nicht nur für Luxusimmobilien. Gerade in Frankfurt ist es ein großes Thema. Es gibt verschiedene Frischluftschneisen für Kaltluft in der Stadt, die jetzt versiegelt werden sollen. Das heißt, da sollen neue Wohnungen gebaut werden von globalen Investoren und da werden Luxuswohnungen gebaut. Und das ist halt eben so ein Beispiel, wo man sagen kann, so, erstens sollt ihr nicht die Fläche versiegeln, zweitens, wenn ihr sie versiegelt, dann könnt ihr sie nicht an die neuen Zuzüger, die genug Geld dafür haben, verkaufen, sondern wir müssen sozusagen die Stadt für alle behalten. Ausbau der Radwege, dieser neue Verkehr, so, das geht alles so einher und gleichzeitig mit diesen realpolitischen Forderungen geht auch dieser gesellschaftliche Wandel, dieser Umschwung zu einem gemeinsamen solidarischen Verhalten, sozusagen in Einklang mit der Umwelt und mit dem Bewusstsein für diese Natur. Das ist für Fridays for Future Frankfurt halt extrem wichtig und geht einher mit diesen globalen Forderungen und mit dieser globalen Klimagerechtigkeitsbewegung, wo man eben sagt, man muss auf kommunaler, aber auch auf nationaler und auf internationaler Ebene Maßnahmen treffen. Es gab ein Zitat von einem Politiker im Ausschuss, der hat gesagt, ja, Frankfurt kann die Welt nicht retten, so Punkt. Und damit war das Thema so ein bisschen abgeschlossen. So, das stimmt, wir können allein die Welt nicht retten, aber wir müssen uns eben auf allen Ebenen zusammenschließen. Und nur wenn Frankfurt auch mitzieht und so das Deutschland als so europäischer Industriestaat da nicht seine Verantwortung wahrnimmt, so, dann ist es so eh schon verloren, wir können es gleich lassen und alle nach Hause gehen und wieder weiterarbeiten, bis irgendwann so die Welt untergeht. Ja, dankeschön. Ich habe hier wahnsinnig viele Fragen auf meinem Zettel. Ich möchte aber doch, weil die Zeit so fortgeschritten ist, einfach mal kurz ins Publikum fragen, weil wie groß der Drang jetzt bei euch, bei Ihnen ist, vielleicht auch schon gleich mitzudiskutieren, dann würde ich nämlich einfach sagen, ich überspringe mal kurz meine Kärtchen oder also wie groß ist der Drang, gleich einzuschalten, sich
schon so ein bisschen, ne? Dann, ja, dann würde ich nämlich sagen, wir ändern einfach mal kurz das Programm und geben direkt schon mal eine Runde ins Publikum und schauen dann mal, wie weit wir dann kommen. Habt ihr ein Saalmikro oder? Ja, gut. Dann, ich habe da drüben schon direkt eine Wortmeldung und da hinten. Herr Schacht-Schneider, danke für Ihren ökologischen Entwurf des Grundeinkommens. Ich habe einen wesentlichen Kritikpunkt, und zwar was die Finanzierung angeht. Also Sie können ja davon ausgehen, dass diejenigen, die relativ wenig Einkommen haben, 100% ihres Einkommens für Konsum ausgeben. Das kann man aber nicht für die beschreiben, sagen wir mal, die zur oberen Spitze im Reichtum gehören. Die werden vielleicht ein bisschen mehr ausgeben an Konsum, aber im Verhältnis zu ihrem Einkommen nur einen geringen Prozentsatz. Also meines Erachtens wäre eine Finanzierung über eine Veränderung der Erbschaftssteuer und über eine Finanzierung der Kapitalerträge ein Weg. Und dann könnte man als zweite Säule ja auch noch die Konsumgüter verdeutlichen, wie viel Ökobelastung da drin ist. Das wäre eine zweite Säule. Aber es nur über den Konsum zu finanzieren, halte ich für ungerecht. Sammeln wir vielleicht erstmal zwei, drei Fragen und dann antworten Sie. Da hinten, der Herr hatte sich gemeldet. Also bei mir, ich hätte auch eine Frage an Herrn Schatzschneider, und zwar war es meines Wissens, gab es in Norwegen also gerade so ein Grundeinkommen, ein Modellprojekt, und das ist meines Wissens also jetzt eingestellt worden, und ob Sie da vielleicht gerade kurz was zu sagen könnten. Es war zwar anders finanziert, also jetzt nicht über diese ökologische Steuer, wie Sie sagten, aber da gab es meines Wissens größere Probleme. Hier vorne noch eine Frage und dann machen wir erstmal eine kleine Antwortungsrunde. Ja, vielen Dank für die drei spannenden Beiträge. Ich glaube, haben wir riesen Stoff zum Diskutieren. Ich würde gerne, was jetzt vorgestellt wurde und was heute vorhin diskutiert wurde, mal verknüpfen. Da wurde ja in der Diskussion vorhin aufgewiesen, was für ein Irrsinn ist, dass unsere Politik seit 20 Jahren immer nur Ziele definiert und keine Maßnahmen. Und das ist ja das Neue und das Radikale, also wenn man es jetzt so nennt, von der Fridays for Future, dass sie einfach nur, wenn ich es mal banal sage, endlich mal einfordert jemand in Deutschland, macht auch was, unternimmt Maßnahmen, definiert nicht nur Ziele, weil wir ja gerade an der Verkehrspolitik feststellen und an der CO2-Klimakatastrophe feststellen, dass seit Jahren irgendwas diskutiert wird, was man irgendwann später mal erreichen wird, also wo ja die Zukunftsperspektive völlig zubetoniert wird von Zielen, die wir irgendwann später erreichen wollen, aber wir machen gar nichts. Aber das ist ja, glaube ich, auch tatsächlich gleichzeitig auch ein Vorwurf, der Fridays for Future ja öfter gemacht wird, dass gesagt wird, ja, ihr stellt ja quasi nur Forderungen auf, wo sind denn eigentlich eure Lösungsansätze, oder? Das, wie geht ihr damit um? Ja, genau, also das Ding ist halt so, wir sind alle Schülerinnen und Schüler, zum Großteil. Wir sind irgendwie zwischen 14 und 21 Jahre alt. Und wenn dann Leute zu uns kommen, nachdem wir eine Forderung gestellt haben, so ja, aber ihr habt ja gar keine Lösung parat, dann sagen wir so, ja, also es gibt genug Soziologen, es gibt genug Ökonomen, es gibt genug Naturwissenschaftler, die sich so seit Jahrzehnten damit beschäftigen. So, guckt sie euch an, hört ihnen zu, überlegt euch, wie ihr das jetzt einbringen könnt und macht was so. Dazu wurdet ihr gewählt, das ist eure Verantwortung, auch uns gegenüber, aber auch allen anderen Generationen gegenüber. Und deswegen, also ich finde, das kann man halt relativ leicht totschlagen, einfach mit der Sache so, ihr kommt jetzt irgendwie zu den kleinen Kids und wollt, dass die euch die Welt retten, was ihr die letzten Jahre halt verpeilt habt. So. Also, und ja, und wie gesagt, man sieht auch an unserem Forderungskatalog, da haben wir auch, wir haben ja auch die Unterstützung von den Scientists for Future, das ist eine Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, hauptsächlich Naturwissenschaftler, aber auch andere Gebiete, die sozusagen uns auch Fakten zuspielen und sich auch eben dafür aussprechen, so seit 30 Jahren ist es bekannt so, wie die Klimakrise aussehen könnte, jetzt sieht sie so aus und es wird immer schlimmer, ihr habt immer noch nicht so richtig konkrete Pläne, genau, und auf die können wir dann uns eben auch verlassen, auch bei den Forderungen da Fact-Checking zu machen und zu sagen, ist es überhaupt sinnvoll, ist es überhaupt umsetzbar. Ja. Der zum Beispiel für Frankfurt jetzt bei den von urbanen Geografen auch sehr viele Vorschläge, wie eine autofreie Innenstadt zum Beispiel aussehen könnte und wie man die Verkehrsströme umleitet und so weiter. Herr Schachtschein.
Ja, die Frage war, was ist mit den ärmeren Leuten, die verkonsumieren alles? Ja, das kann ich verstehen, das machen sie, aber die Preise untereinander verändern sich ja. Ne? Dann durch die Ökobesteuerung wird ein Bio-Schnitzel, sorry, zu den Veganern, wird ein Bio-Schnitzel dann genauso teuer oder sogar günstiger als ein mit konventioneller Landwirtschaft hergestelltes Schnitzel. So, und darum geht es, um die Änderung der relativen Preise. Natürlich werden die das in unteren Schichten hauptsächlich in den Konsum stecken, aber in einen grüneren Konsum. Und das Zweite ist, das habe ich versucht deutlich zu machen, dass es eben mit dieser Sicherheit des Grundeinkommens auch den Impuls gibt, alternative Lebensstile auszuprobieren und auch die Existenzsicherheit, alternative Lebensstile auszuprobieren. Und das ist der eigentliche Impuls denn für das Degrowth. Und das Zweite war jetzt, dass jetzt Sie das lieber hätten, wir würden es über Erbschaftssteuer oder so finanzieren. Ich bin der Auffassung, es muss ein wesentlicher Anteil sein, Ökosteuer, damit sich dieses Preisgefüge verändert, dieses Verhältnis von Ressourcenkosten und Arbeitskosten auch in der Kalkulation von Unternehmen. Ich bin auch dafür, ne, den großen Rest, also da haben wir gar keine Probleme, da gibt es noch viel zu finanzieren und das ist auch sehr sinnvoll. Als weitere Maßnahme der Umverteilung in die richtige Richtung nach unten Erbschaftssteuer dazu nehmen und auch Einkommensteuer. Bloß der Löwenanteil sollte über eine Ökosteuer gehen. Und ganz kurz zum Grundeinkommen in Finnland. Experiment in Finnland gab es so eins und die Ergebnisse sind noch nicht publiziert. Es gab mal erste Zwischenblicke in das, was da passierte. Und das sah eher so aus, dass die Leute eben nicht sich auf die faule Haut gelegt haben, die das bekommen haben, sondern dass die irgendwie ihr Ding gemacht haben, was auch immer es war, wo sie jetzt eine Sicherheit hatten. Sie hatten eine Basisfinanzierung und die haben das, was sie für sinnvoll hielten, gemacht, zumindest bei ein paar von den Leuten. Und wie die Gesamtbilanz ist, wissen wir noch nicht. Da bin ich auch gespannt drauf. Gerade nochmal, dass Sie das Mikro gerade mal weiter genommen. Ich möchte ein Argument eigentlich nochmal stärken. Was ich ganz spannend fand, ich komme ja gerade von der Tagung, habe neue Dinge gelernt und teile sie jetzt einfach direkt mit Ihnen und euch. Und zwar, was ich dort gelernt habe, dass die 10% Einkommensstärksten dieser Welt für 45% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und es geht ja hier nicht, Huey Taschneider schlägt ja keine Konsumsteuer im eigentlichen Sinne vor, sondern tatsächlich eher eine CO2-Besteuerung oder eine Ökobesteuerung, wo es halt eben um CO2 geht. Und auch das war nicht spannend, auch von diesen 10% der Reichsten und die für 45% der CO2-Emissionen verantwortlich sind, 30% leben da auch in Schwellenländern. Also man muss auch so ein bisschen sich zunehmend angucken, es gibt inzwischen auch eine High-Impact-Schicht im globalen Süden und das Grundproblem ist halt einfach, dass die Diskrepanzen innerhalb der Länder halt zunehmend auseinandergehen. Also die Ungleichheiten in Ländern werden halt zunehmend stärker, während sie zwischen Ländern tendenziell schrumpfen. Und gleichzeitig, was ich auch sehr spannend fand, man kann beobachten, es gibt rückläufige CO2-Emissionen bei dem ärmsten Teil der Weltbevölkerung. Also von daher so ganz, also wenn man es jetzt auf globaler Ebene betrachtet, hätte es tatsächlich einen direkten umverteilenden Effekt, wenn man eine CO2-Besteuerung halt einführt, weil halt einfach dort einfach die Unmengen an Konsum, auch wenn das relative Konsumanteil natürlich geringer ist, aber die Unmengen des Konsums einfach für einen Großteil dieses CO2-Haushalts verantwortlich sind. Ich würde nur mir erlauben, noch mal eine Frage selber einzustreuen, nämlich es gibt ja auch, Sie haben das schön gezeigt mit dieser Folie, dass in der Krise der ökologische Fußabdruck besonders gering war. Gleichzeitig ist ja die Sorge gerade von denen, die Postwachstum eben als einen sozusagen eine Schrumpfung innerhalb des Systems verstehen, dass damit dann eben auch eine Einschränkung sozialer Rechte, eine Einschränkung auch demokratischer Rechte einhergeht oder auch eine Einschränkung von sozialen Mindeststandards. Können Sie was dazu sagen? Genau, es ist sicherlich umstritten, ne? Also die Frage ist, wie wird eine sozial-ökologische Transformation aussehen? Und sicherlich ist die Gefahr da, dass es diese autoritäre Variante gibt, die aber gerade wenn wir keine Schritte Richtung einer sozial-ökologischen Transformation einleiten, sondern jetzt einfach abwarten und warten, dass halt irgendwie das 1,5-Grad-Ziel gequetscht wird und wir dann diese 4 oder 5 Grad erreichen irgendwie so, dass dadurch soziale Verwerfungen auftreten werden, die dann tatsächlich zu einer autoritären Variante und wir machen unsere Grenzen dicht oder so oder wir haben so ein oder auch unsere gated communities, die sich abschützen. Also diese Tendenzen werden diskutiert oder wurden auch auf der Konferenz diskutiert. Also welche Gefahren eben daran liegen, gerade es nicht zu beantworten.
keine Antworten auf die sozial-ökologische Krise zu finden. Die Großteil der Diskussion geht ja jetzt darum, dass wir sagen, umso früher wir anfangen, den Pfad in eine sozial-ökologische Transformation zu gehen, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, Experimente von unten halt zu unterstützen und einfach uns auf die Suche nach etwas Neuem zu gehen. Also wirklich so eine starke Transformation zu gehen, wo wir halt auch nicht wissen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, der es ja auch schwierig macht, Forderungen aufzustellen. Und selbst auch für Wissenschaftler es schwierig macht, Forderungen aufzustellen, weil wir natürlich immer nur begründete Annahmen haben, was ein guter Pfad sein könnte. Im Grunde brauchen wir die Zeit, um verschiedenste Dinge auszuprobieren und überall kleine Reallabore und kleine Experimente zu haben, also so Realexperimente, wo wir halt einfach andere Lebensweisen austesten und andere Produktionsweisen austesten, um halt herauszufinden, was uns zu einer sozial-ökologischen Transformation führt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, deswegen müssen wir früh damit anfangen. Da vorne war eine Frage und dann da hinten. Dankeschön. An Herrn von Jörke eine Frage. Der Deutschlandfunk hatte schon einen Bericht Ende letzter Woche über ihren Kongress in Jena gebracht. Da kam ein Vorschlag von, ich glaube, Professor Müller, wenn ich das recht im Kopf habe, der sagte, es sind ja circa 6.000 elitäre Männer und Frauen, weniger Frauen wissen wir, in der Welt. Mit denen müsste man reden, Herr von Jörke. Was halten Sie von dem Vorschlag? Und dann kommt noch eine zweite Sache, passt das zusammen, Nadja Erb. In einem Interview Arno von Wittmanns in der Rundschau vor, ich glaube, einer Woche, ich habe den Namen, ich habe so viel im Kopf, des Autors, der hat auch über, das waren, glaube ich, nicht Sie, Herr Schacht-Schneider, über Grundeinkommen, war die erste Frage von Herrn Wittmann, ja, hätten wir dann nicht mit dem Grundeinkommen auch wieder wie in den römischen Tribunaten Brot und Spiele, worauf der Autor zu Recht empört gesagt hat, ja, genau das ist das Vorurteil, dass es nur um Brot und Spiele geht. In einem Gespräch muss ich kurz ergänzen, ich glaube, es gab sicher sehr viele interessante Gespräche von Bekannten und Unbekannten hier heute, sagte ein Herr, vielleicht meldete sich auch noch dazu, es wird natürlich nicht ein Grundeinkommen, insofern war auf Arno Wiedmanns Einlassung von Brot und Spiel nicht nur ganz falsch oder polemisch, wir brauchen natürlich flankierende Maßnahmen, Bildung und so weiter, dass natürlich dann nicht die Leute nur saufen oder ich sag mal Klischee vor RTL sitzen, dass man ihnen vermittelt, ihr könnt mit diesen Zeiten was tun, das kommt nicht von selbst. Noch die Frage da hinten von dem jungen Mann vielleicht noch dazu und dann gebe ich wieder hier vor. Die Frage auch an Sie und zwar ging es um Ihre drei Dividenden, wenn man weniger arbeitet. Im ersten Punkt haben Sie gesagt, wenn man weniger arbeitet pro Person, entstehen mehr Arbeitsplätze. Ist trivial, kann ich verstehen. Im zweiten Punkt sagen Sie dann, wenn weniger gearbeitet wird, ist weniger Produktion da und damit einhergehend auch weniger CO2. Ich finde, mit dem ersten und zweiten Punkt, die stehen sich so ein bisschen gegenüber. Also können Sie da vielleicht nochmal zu ausführen? Die zweite Sache, es geht um die Mitarbeiterbeteiligung. Das haben Sie auch erwähnt, dass Mitarbeiterbeteiligung gut ist fürs Arbeitsklima. Ich weiß nicht mehr genau Ihren Wortlaut. Auf jeden Fall gibt es da ganz interessante Studien in Richtung Organizational Behavior. Da werden Mitarbeiter gerade beteiligt, damit sie sich besser im Unternehmen einbringen und auch mehr arbeiten, mehr leisten. Da Ihre Meinung dazu würde mich auch interessieren. Wollen Sie direkt am besten gleich reagieren? Bei Ihnen ist das Mikro. Okay, genau. Fangen wir an mit dem Kommentar von Herrn Müller. Die oberen 6.000 als Allianzpartner. Gerade wenn man sich nochmal die Zahl von vorhin vor Augen führt, dass halt die oberen 10% für 45% der CO2-Emissionen verantwortlich sind, könnte man sagen, ja, wir brauchen sie vielleicht als Partner. Man kann aber auch sagen, und das wurde auf der Konferenz eben auch diskutiert, brauchen wir nicht eigentlich, wir haben jetzt im Grundgesetz so einen Sozialvorbehalt im Paragraph 15 drin, was das Eigentum angeht, brauchen wir nicht sowas wie einen Nachhaltigkeitsvorbehalt auch drin. Und brauchen wir nicht tatsächlich so eine Forderung, dass wir sagen, ja, Eigentum verpflichtet zu nachhaltiger Produktionsweise, andererseits droht die Enteignung. Das waren Diskussionen, die da geführt wurden, kann man diskutieren, in der Pause wahrscheinlich, weil das ist eine heiße Forderung. Der Sozialteil wurde ja auch schon heiß diskutiert von Kevin Kühnert, hat schon zu Debatten gesorgt. Aber muss man nicht in die Richtung denken? Und sind es dann Allianzpartner oder sind es dann nicht doch eher die, ist es nicht eher die Gegenseite? Das zeigt man sich dann mit diesen Paragraphen im Grundgesetz. Genau, das dazu.
BGE Grundbrot und Spiele, genau, wird Herr Schachschneider sicherlich was zu sagen. Ich glaube, was ich immer noch wichtig finde, dass wir halt immer noch gucken, Grundeinkommen ersetzt halt letztendlich auch nicht den Arbeitsmarkt komplett. Ja? Also wir sind dann weiterhin in einem Arbeitsmarkt und das ist auch wichtig, dass wir weiterhin diese Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit haben, um halt auch die Profite weiterhin zu verteilen. Ich glaube, das muss man immer gucken, dass das zentral bleibt und es eben nicht so einen Brot- und Spiele-Effekt hat. Ist die dreifache Dividende widersprüchlich? Ja, sie ist tatsächlich widersprüchlich. Es kommt dann immer auf die kurzen und langfristigen Effekte an bei der Geschichte. Man hat ja trotzdem eben diese tendenziellen Vorteile, sie sind auch empirisch nachweisbar, aber es kommt tatsächlich auf die Fristen und den jeweiligen Kontext an dabei. Weshalb ich halt eben auch nochmal diesen ergänzenden Punkt gemacht habe, wenn wir wirklich wollen, dass diese dreifache Dividende ihre Wirkung zeigt, müssen wir auch über die Arbeitsproduktivität reden. Denn die Arbeitsproduktivität ist das, was unser Wirtschaftswachstum ankurbelt, ist auch das, was Arbeitsplätze letztendlich vernichtet und ist das, was eben auch den ökologischen Fußabdruck erhöht. Und eigentlich brauchen wir eben gekoppelt an der Arbeitszeitverkürzung eben eigentlich zusätzlich noch eine Senkung der Arbeitsproduktivität, um positive Effekte zu haben. Was aber faktisch auch heißt, in einer Postwachstumsgesellschaft wird mehr gearbeitet, aber vielleicht eben, also oder definitiv in einem geringeren Tempo. Das ist so ein bisschen das, was du ja auch vorhin aufgezeigt hattest, diese verschiedenen Varianten des Arbeitens in einer Postwachstumsgesellschaft. Also auch das ist was, worüber man da reden muss. Und das Dritte, genau, dieses Organizational Behavior, genau, es gibt diesen Effekt, man wird so, dass man diese unternehmerische Logik immer nimmt, wenn man halt das Eigentum am Unternehmen hat oder eben Mitarbeiterbeteiligung oder genossenschaftliche Organisationen, so, da gibt es immer wieder diesen Effekt, dass man damit diese unternehmerische Logik auch übernimmt. Von daher bin ich persönlich da auch ein bisschen skeptischer und sehe nicht, ob das wirklich die Lösung schlechthin ist. Es ist was sehr breit diskutiert wurde bei diesem Kongress, aber es ist tatsächlich nicht so sehr meine Position, weil ich da auch sehe, es bringt oft, hat es tatsächlich negative Effekte sogar, dass die Leute mehr arbeiten, versuchen effizienter zu arbeiten, sich selbst ausbeuten etc. Also von daher, ich glaube auch, in der Postwachstumsgesellschaft müssen wir in diesem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit festhalten, weil der einfach auch wichtig ist, ganz unabhängig von vielen anderen Sachen, weil er halt Verteilungsfragen klärt. Herr Schachschneider, nochmal zum Thema Brot und Spiele vielleicht? Ja, genau, das ist ja auch häufig der Einwand. Ich denke, das ist ein Impuls zur Sinnsuche. Wenn man von diesem äußeren Zwang unbedingt eine problematische Arbeit machen zu müssen, erstmal befreit wird, dann wird man auf die Frage geworfen, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Also dieses Brot und Spiele, das entsteht eher aus unbefriedigenden Arbeiten heraus. Natürlich wird es Leute geben, die aus dieser sozusagen Verarbeitungstradition kommend, aus dieser alten Gesellschaft kommend, erstmal sagen, oh, jetzt Grundeinkommen, oh ja, ne, dann mache ich erstmal gar nichts. Aber ich glaube, ein Großteil von den Leuten wird nach einer Zeit des Ausruhens sich fragen, was mache ich denn nun einfach? Und ja, es ist sozusagen nicht nur ein Impuls zur Sinnsuche, es ist auch die Freiheit, das, was man denn als Sinn gefunden hat, auch zu leben. Das habe ich versucht, mit diesen verschiedenen Work-Lifestyles of the Growth zu zeigen. Ich kann ganz anders auf Augenhöhe sozusagen mit potenziellen Arbeitgebern verhandeln. Ne? Oder ich kann auch sagen, nein, ich will keine Erwerbsarbeit machen. Ich möchte zusammentun mich mit anderen und vielleicht nicht so arbeitseffizient, so zeiteffizient, aber mit viel mehr Mitbestimmung und viel mehr Freude daran, mit anderen Gemeinschaftsarbeit machen. Die Menschen sind, das ist meine feste Überzeugung, die sind eben auch Sozialwesen, so. Die wollen was Sinnvolles machen. Das hält keiner gut lange aus, gar nichts zu machen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie, irgendwie eine humanistische Theorie oder so. In Kanada gab es in den 70er Jahren mal ein Grundeinkommensexperiment auch. Und da war ein Ergebnis, dass die Arbeitsstunden zurückgegangen sind. Ja, aber wie viel? Um 1-7%, je nach Gruppe und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Ergebnis. Das ist genau das, was wir eigentlich gebrauchen können. Und die Bildungsneigung, die stieg. Die Leute sind öfter von Grade 11 zu Grade 12 gewechselt, weil sie offensichtlich sozusagen diese Freiheit da bekommen haben. Ja. Einen kleinen Gedanken will ich noch nachschieben, eben, weil worum es ja auch geht, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden und eben das bedingungslose Grundeinkommen, ist es eben zentral die Frage, wie verbringen wir unsere frei gewordene Zeit. Das ist einfach der zentrale Punkt und das ist auch das, wo eine riesen Forschungslücke einfach vorherrscht, das auch eine Erkenntnis dieses Soziologiekongresses jetzt war.
Und worüber da viel diskutiert wird, ist, wir brauchen halt eben auch die Infrastrukturen, um diese Zeit halt dann auch sozial-ökologisch zu nutzen. Und ich finde, da sind halt eben diese Forderungen von Fridays for Future Frankfurt halt auch entscheidend. Ja? Wenn man keinen öffentlichen Personennahverkehr hat, der irgendwie frei, kostengünstig, attraktiv ist, dann verbringe ich diese Freizeit wahrscheinlich eher am Flughafen in Frankfurt und fliege das übers Wochenende weg irgendwie so. Habe ich aber eine attraktive Kommune, eine attraktive Umgebung, wo ich die lebenswert ist, dann werde ich sie auch sozial-ökologischer verwenden. Also ich glaube, das ist sehr, sehr zentral. Also man darf diese Maßnahmen nicht losgelöst voneinander verstehen, sondern genau solche Dinge muss man mitbedenken. Ich würde sagen, noch eine letzte Runde im Publikum und dann müssen wir das für jetzt beenden. Komm mal hier vorne, der junge Mann mit dem grünen Pulli, genau. Ich habe irgendwo den Satz gesehen, Grüne in die Produktion. Ja, und das soll verdeutlichen, also ich wurde mir nicht erklärt, aber ich vermute, es soll verdeutlichen, dass es einen Widerspruch gibt zwischen den grünen Utopien einerseits und der tatsächlichen Lebenswelt der Arbeiter auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen diesen Konflikt auflösen könnte, indem er den Arbeitern die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen zu diesen schlechten Arbeitsbedingungen. Und ich finde, die Fridays for Future-Bewegung hat ein unglaubliches Moment gerade jetzt geschaffen. Und Fridays for Future-Menschen werden auf viele Podien geholt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn die Idee des grünen Grundeinkommens, des ökologischen Grundeinkommens auch von Fridays for Future übernommen wird, weil es eben nicht nur die ökologische Frage klärt, sondern auch eben diese soziale Frage. Und ich bin seit vielen Jahren Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, um dieses Thema auch in Fridays for Future reinzubringen. Noch eine Frage dahinter, dann. Ja, ich möchte nochmal auf das Thema Spielen und Arbeit zurückkommen. Also ich persönlich habe keine Angst, dass die Menschen anfangen zu spielen, dann spielen sie halt. Ja? Also die Klassik, Schiller hat gesagt, der Mensch ist beim Spiel bei sich. Ja? Das ist also eine ganz wichtige Komponente. Und warum wir da so viel Angst davor haben, das mag zwar sein, dass die RTL gucken, aber wir könnten ja schon eine Zukunft sehen, wo es in RTL durch Friede spielt. Springer bestimmt nicht mehr gibt. Ja? Und wenn man das Spiel sich insgesamt anschaut, wo das Spiel wirklich gefährlich ist, wo wir uns aber kaum aufleben, warum nennen wir das Ganze den Casino-Kapitalismus? Wir haben eine Menge Leute, die spielen nur. Die schöpfen keine Werte und dann muss man fragen, was machen die? Und wir fangen an, sozusagen den einfachen Menschen, wenn er dann anfängt, zu spielen, zu fragen, hör mal, arbeitest du überhaupt ernsthaft? Das ist, glaube ich, die falsche Fragestellung. Das möchte ich einfach nochmal so sagen. Vielleicht die erste Frage an dich, Leonie, dieser Konflikt, in dem die Fridays sind, zu sagen, offen zu sein für möglichst viele, um eben auch eine große Wucht zu entfalten, und inwieweit legt man sich dann aber eben auch fest oder nimmt man solche Projekte, Konzepte, Ideen auf und verbreitet sie oder nimmt sie in den eigenen Forderungskatalog womöglich auf? Ja, genau, also es sind natürlich verschiedene Ebenen. Also man muss überlegen, so nationale Forderungen, das ist halt dieses 1,5-Grad-Ziel, das ist der breiteste Konsens, den man fassen kann, weil es sozusagen um das Erhalten von Lebensgrundlagen geht. Und es ist auch keine besonders soziale Frage, einfach mal zu sagen, so wir wollen einfach so leben und wir wollen unseren Planeten erhalten und die Ressourcen erhalten. Und wenn man dann, also ich glaube, es ist sehr wichtig, so die Basis zu erreichen mit solchen auch Forderungen und mit solchen, es ist ja sehr, also es ist ja auch ein bisschen komplex jetzt sozusagen. Man muss ja erstmal sich bewusst werden als Schüler oder als Schülerin, wir leben in einem bestimmten System. Das heißt Kapitalismus als ökonomisches System. Und es gibt auch irgendwie, also das kann man auch irgendwo verändern. Und das war auch nicht immer so. Und also das muss man sich erstmal bewusst werden so. Und das muss auch die, also da kann die Fridays for Future Bewegung nicht einfach, also ich will da nicht vorgreifen und dann sind alle plötzlich total verwirrt auf den Demos. Wovon reden die überhaupt? Ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt gerade hier abgeht. Also ich glaube, der sinnvollste Weg ist einfach sozusagen, sich als Person, die sich damit auskennt, halt zu den Demos zu gehen, in die Pläne zu setzen, Menschen einzuladen von der Bewegung, einen Diskurs, einen Dialog zu öffnen, auch an den Schulen. Und natürlich, also ich persönlich jetzt zum Beispiel, finde es von dem, was ich einschätzen kann, von dem, was ich gehört habe, sind sehr sinnvolle Ideen, bedingungsloses Grundeinkommen und auch eine Arbeitszeitverkürzung. Weil ich glaube auch, was vorhin gesagt wurde, so, ich glaube auch dieses Bewusstsein, so, das ist so wie wenn man jetzt ein Jahr Schule hat und dann sind plötzlich Sommerferien. Und erstmal sagt man so, geil, Sommerferien, ich bleib bis 3 Uhr nachts auf und schaue Netflix so, richtig nice.
Das geht so die erste Woche und danach denkt man sich so, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens gerade? Ich muss irgendwas anderes tun so. Und dann überlegt man sich so, was ist sinnstiftend so. Und diese Fähigkeit erlernen wir halt gerade in der Schule nicht, weil wir haben immer irgendwas zu tun, was wir abarbeiten müssen. Aber wir lernen nicht so für uns selber herausfinden, was wollen wir eigentlich, worauf arbeiten wir hin so. Und das ist halt was stattfindet, wenn man mal die Freizeit kriegt, um das überhaupt auszuprobieren, diesen Lernprozess stattfinden zu lassen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wenn man irgendwie jetzt eben weniger arbeitet, dann wird sich ein Weg finden, sich irgendwo anders zu engagieren. Weil auch was du eben gesagt hast, wir sind soziale Wesen und ich glaube, wir wären auch eine sehr viel glücklichere Gesellschaft, wenn wir einfach mehr Zeit hätten, uns mit dieser Gesellschaft zu befassen und mit den Menschen um uns zu befassen, anstatt jeden Morgen halt irgendwo hinzurennen, uns abzuarbeiten und abends müde ins Bett zu fallen. So. Also genau, ja. Bevor es gleich noch eine kurze Pause gibt und dann um 22 Uhr ist ja nochmal ein wirklich interessanter Block und alle sollen da mit frischem Kopf hinkommen. Vielleicht nochmal an die drei Gäste nochmal eine letzte Frage. Es ist ja viel von Utopie gesprochen worden, aber es geht ja eben auch gerade darum zu zeigen, das sind konkrete Ansätze, die an das anknüpfen, was ist. Vielleicht nochmal von jedem von Ihnen ein ganz kurzes Statement dazu, wo ist von dem, was Sie als Bild im Kopf haben, wo ist da der Punkt, wo Sie sagen, da setzt das an und da ist wirklich vielleicht konkret schon der erste Schritt zu machen zu der Utopie, die dann weiter weg ist. Darf ich trotzdem noch kurz auf die Fragen aus dem Publikum eingehen? Ganz kurz. Auf die zwei Sachen. Einmal doch nochmal, das löst sich die soziale Frage durch das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte dann doch einmal daran erinnern, ich mache jetzt doch ein bisschen den Skeptiker, dass natürlich ein Grundeinkommen von 1.000 Euro ist für den Industriearbeiter keine soziale Absicherung. So, das muss man parat haben. Deswegen finde ich es als Ergänzung ist es super, wie es Uri Schatzschneider vorgestellt hat, aber nicht als Ersatz von anderen sozialen Sicherungssystemen. Das fände ich wichtig. Und leider muss ich, und das ist halt auch mal das, was einen so antreibt als Wissenschaftler, man hat so die Ideen, seine Utopien und Visionen und dann geht man wissenschaftlich vor und stellt fest, es ist doch leider immer ein bisschen komplizierter. Was machen die Leute mit ihrer freien Zeit? Also wir untersuchen das tatsächlich. Ich bin in einem Forschungscluster zu Zeit-Rebound-Effekten, wo wir anschauen, was machen die Leute mit ihrer gewonnenen Zeit tatsächlich. Und es ist einfach unterschiedlich, sehr unterschiedlich, aber tendenziell kann man schon sagen, Frauen erhöhen ihre Care-Arbeit, also sie machen mehr Sorgearbeit, kümmern sich mehr um die Kinder. Männer gehen ihren Hobbys nach, die in der Regel energieintensiver sind als ihr Beruf. Das heißt, es ist ökologisch schädlich. Ein konkretes Beispiel ist, dass in einem Automobilkonzern die Arbeitszeit reduziert wurde. Was haben die Männer dann in ihrer Freizeit damit angefangen? Sie haben angefangen, an Autos rumzuschreiben in ihrer Freizeit. Also es ist kompliziert und wir müssen, glaube ich, uns aber dieser Komplexität auch stellen, weil prinzipiell würde ich sagen, ja genau, da komme ich zu meinem Einsatz dann irgendwie so. Ich denke, das sind die Schritte, wo wir anfangen können und müssen, aber wir müssen uns halt eben auch eben Gedanken darüber machen, wie komplex es ist und wie wir eben das verhindern können, dass es alles dann sozial-ökologisch unschädliche Handlungen sind. Und ich glaube, so Einstiegsprojekte sind dann zum Beispiel auch sowas wie der Tarifvertrag zur Mindestpersonalbemessung in den Krankenhäusern, wo wir einfach mal sagen, wir deckeln einfach mal das, was wir arbeiten. Dass wir sagen so, ja, ich habe einfach als Krankenpflegerin, als Krankenpfleger nur so und so viele Patienten und reduziere damit meine Arbeitsproduktivität, meine Stressbelastung. Denn auch das zeigt sich, wenn ich weniger gestresst auf der Arbeit bin, habe ich auch eine Tendenz zu nachhaltigeren Konsumweisen und zu einer umweltbewussteren Verhaltensweisen. Also von daher, ich glaube, das sind so Einfallstore, die sich gerade auch in den gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen zunehmend finden, die eben nicht alleine immer auf Einkommensteigerungen setzen, sondern tatsächlich eben auch auf solche zeitpolitischen und Maßnahmen und Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsproduktivität. Okay. Ja, genau, also jetzt zu den, wie wir konkret Utopien anfangen. Also einerseits gibt es natürlich diese Forderungen, aber das sind ja, wie gesagt, realpolitische Forderungen, um jetzt Maßnahmen einzuleiten, um die Klimakrise möglichst klein zu halten, weil aufhalten können wir sie nicht mehr und jetzt müsste sozusagen Schadensbegrenzung unternommen werden. Aber so als Einzelperson jetzt geht es ja auch um einen anderen Wandel und es geht um eine, also was man jetzt auch sieht an den Protesten, so, es geht auch um eine Teilhabe, die wir haben wollen, weil wir merken, wir werden nicht repräsentiert in der Gesellschaft und unseren, ja, also die Menschen vertreten nicht unsere Wünsche und unsere Anforderungen, unsere Forderungen, die wir an unsere Zukunft auch stellen. Das heißt, für mich so als Schülerin in dieser Bewegung und auch als Schülerin innerhalb der Schule und der SV ist es wichtig, einfach die Menschen sozusagen konkret dazu zu ermutigen, sozusagen
ich bin autonomer Mensch und ich habe meine eigenen Ziele und ich fange jetzt nicht einfach an, ja, so stur zu arbeiten und meinen Lebensweg zu beschreiten, so wie das mir alle Leitlinien gerade so vorgeben, sondern sozusagen zu einer Demokratisierung beizutragen und zu einer Teilhabe, damit eben auch sozusagen die Masse dafür bereit ist, diesen gesellschaftlichen Wandel mitzutragen, der nötig ist, um einerseits halt einen ökologischen, also die ökologische Krise sozusagen zu bewältigen, aber auch um zu einer sozial gerechteren Gesellschaft zu kommen. Und da fängt für mich die Utopie im Kleinen an, eben auch in den Institutionen, die man schon hat, also in den Schulen, aber auch in den, keine Ahnung, wo man sich sonst bewegt, halt so einen Demokratisierungsprozess voranzutreiben und damit auch so diese Teilhabe zu ermöglichen für eigentlich unsere Generation, ja, dieses Bewusstsein schon hat über diese ganze Krise, der es nur möglich gemacht werden muss, das auch irgendwie weiterzutragen und die ermutigt werden muss, das auch weiterzutragen und deren, also die Wünsche zu äußern und da weiter dran zu arbeiten und sich nicht entmutigen und frustrieren zu lassen. So, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, diese Frustration, dass man einfach nichts bewegen kann. So, ja. Geht auch Alten so, höre ich, aber das ist ja genau eben das, diese positive Kraft, die von der Bewegung eben ausgeht. Ja, womit kann man real ansetzen? Ja, man kann die CO2-Besteuerung, die jetzt noch kommen muss, die ja FFF auch fordert, die kann man als Ökobonus erstmal auszahlen, als Grundeinkommenchen. Dann hat man schon mal irgendwie einen Schritt gemacht, weg von dieser Ideologie. Es gibt nur etwas hier in der Gesellschaft als Gegenleistung, ne? Weil das kriegt jeder bedingungslos. Das wäre schon mal irgendwie ein Bruch mit dieser Leistungssolidarität, sozusagen leistungsgebundenen Solidarität. Und man kann zum Beispiel ein Sabbatjahr, ein Recht auf ein bezahltes Sabbatjahr für jeden fordern politisch. Das ist auch kein wahnsinniger Schritt zum ganzen Grundeinkommen, aber dann kann sozusagen der süße Duft sozusagen dieser frei bestimmten Zeit auch schon mal ein bisschen geschmeckt werden. Und ja, man zeigt, dass es geht. Die Leute machen da nicht nur Mist in diesem Sabbatjahr. Wichtig ist aber, solche kleinen Reformen zu verknüpfen mit der großen radikal-reformerischen Vision eines Grundeinkommens. Es wäre vielleicht doch etwas irgendwie seltsam, wenn jetzt FFF das jetzt so nach einem Viertelstunden Vortrag übernehmen würde. Ja? Das würde selbst ich nicht wollen. Aber was wichtig ist, dass ihr und natürlich auch die ganze Gesellschaft diskutiert, wie können wir unsere Öko-Forderung, wie können wir die verbinden sozusagen mit einer Idee der persönlichen Befreiung von Menschen, damit diese Züge, die jetzt aufeinander zurasen, ne? Die Ökos und die Fridays für Hubraum und so weiter. Und wir lassen uns unseren Diesel nicht wegnehmen. Und das spitzt sich ja zu. Damit diese Züge sozusagen nicht einfach aufeinander weiter zurasen, ist es notwendig, sich diese Frage zu stellen. Ne? Wie können wir für alle in der Gesellschaft der vielen, eben auch für die irgendwo arbeiten in der Industrie, nicht nur für Wissenschaftler oder so, wie können wir da eine Vision persönlicher Befreiung sozusagen verbinden mit dem ökologisch Notwendigen? Das ist auch ein Plädoyer für einen Dialog, den können wir gleich jetzt in der Pause fortsetzen. Die drei Gäste, ich bedanke mich sehr herzlich, stehen auch noch bereit für Fragen, für Gespräche. Ja, genau, das ist nochmal Zeit für einen Applaus. Applaus